Schönen guten Tag, hier ist die Energy YouTube Show mit Mr. Trashpack. Bei mir zu Gast habe ich Falco Punch. Ja, moin, hi. Die Energy YouTube Show. Das Interview. Ja, wir haben so eine Standardfrage, die lautet: Wer bist du und was machst du auf YouTube? Ich bin Falco, ja, Falco Punch, wie du schon sagtest. Mein richtiger Name ist auch Falco, wie der Sänger. und ja, ich finde mich gerade erst auf YouTube, muss ich sagen. Ich bin gerade erst angefangen, kam von Musical.ly rüber. Und ja, ich mache alles Mögliche, von Challenges bis Tutorial für Musical.ly's. Und ja, ich guck mal, was ich da noch so raushauen kann. Wie lange machst du jetzt schon YouTube? Um genau zu sein, jetzt glaube ich 2,5 Monate erst. Also, ach krass, ja. Ganz frisch wirklich. Genau, echt frisch, ja. Und es läuft aber eigentlich schon ganz gut, über 20.000 Abonnenten. Ja, es ist schon, ich habe ein paar Leute darüber geholt, muss ja. Ich sagen, alles klar. aber ich muss dazu sagen, dass ich auch früher schon mal YouTube gemacht habe, also nicht ganz unerfahren bin und zumindest mit der Materie vertraut bin und ja. Hast du selbst früher auch YouTube geguckt? Ja, sehr. Ich habe auch dich sehr, sehr oft geguckt. Ah, cool. Ja, und immer noch, muss ich dazu sagen. Cool, nice, danke. Ich habe auch eine Geschichte dazu, wenn ich die mal erzählen kann. Ja, gerne. Ich weiß nicht, du kannst dich da bestimmt nicht dran erinnern, aber ich war mal irgendwann auf der, in Köln auf der, sag mal schnell, nicht auf den Videodays, auf der Gamescom. Genau, auf der Gamescom. 16 oder so war ich da, bin jetzt 21. und da habe ich dich mit dem Longboard langfahren sehen und habe dich nach einem Foto gefragt. Ach, witzig. Daran kannst du dich nicht erinnern. Nee, auf jeden Fall. Ist bei mir auch schon länger her, aber ich habe dich mega gefeiert, feiere dich immer noch. Und, mega cool, ey. Musical.ly, kommst du eigentlich her? Was machst du da so? Ja, da mache ich eigentlich keine normalen Standard-Lip-Sync-Dinger. Ich mache schon Transition, muss ich sagen. Mhm. Transition, was ist Transition? Das ist für Leute, die es nicht kennen, mit coolen Cuts, coole Musikvideos. Wenig mit Singen, aber auch ein bisschen ist was da drin. aber es ist schon was anderes als das, was man kennt von Musical.ly, muss ich sagen. Ich habe mir das auch angesehen. Erstmal so, Musical.ly ist so für mich, ich verstehe das schon nicht mehr. Ich bin zu alt dafür, weißt du? So mit 20 angefangen mit YouTube, jetzt so 27 und ist alles vorbei. So, ich verfolge das natürlich so ein bisschen, versuche das immer noch so auch zu verstehen, den Hype. Aber ich muss sagen, bei dir, das finde ich echt cool, weil es halt eben nicht nur irgendwie rumgetanzt ist, sondern mit einem künstlerischen Anspruch, ja, finde ich. Es ist schon was anderes, ja. Ich finde auch, ganz ehrlich, dieses Lip-Sync, es ist cool, ja, es geht, es ist ein Hype, muss man sagen. Ja. Viele kommen damit auch weit, muss man sagen. Aber es fehlt da immer noch was, ne? Und dann kam ich irgendwie da drauf, dass ich das mal mache. Also ich habe früher auch schon mit Kameras gearbeitet und ein bisschen in diese Richtung, Visual Effects. Und ah, cool. Ja, dann ein bisschen die Leute ein bisschen illusisieren, wie man das nennt, keine Ahnung. ja, so ein bisschen ein paar Tricks zeigen und einfach mehr machen als die anderen, sage ich immer. Und wie erfolgreich bist du damit? Sehr erfolgreich. Also ich glaube, ich bin auch nur damit, glaube ich, erst so auf der Plattform so groß geworden. Also nur damit. Ich habe früher auch immer nur Lip-Sync gemacht. Ich fand es immer noch cool, aber es wurde immer langweilig. Ich habe dann das gemacht. Habe es auch von vielen anderen aus Amerika gesehen und habe mir noch ein bisschen was abgeguckt, inspirieren lassen und habe dann auch damit angefangen und dann ging es richtig los, ja. Wie viele Follower hast du bei Musical.ly? Fast 800.000 jetzt. Alter, krass. Ja, ist schon okay. Wie lange bist du schon dabei? Ein Jahr, ein gutes Jahr. Ein Jahr. Ist ja auch eigentlich, so, wenn ich mal an mich denke, ist es noch gar nicht so lang, aber krass, ey. Ja, es ist schon, also es geht schon schneller, muss man sagen. Es ist eine andere Geschichte als YouTube, muss man sagen. Hast du auch viele Mädels als Fans? Mehr, muss ich sagen. ja, ist so eine Geschichte, ne? Aber ich finde es super, wenn ich die auch inspirieren kann. Voll. Und, ja, definitiv. Was sind deine Ziele jetzt für Musical.ly? Ja, wie gesagt, die Leute inspirieren mit dem, was ich tue. Und ich will auch viele sehen, die das auch, also die mich da markieren und dann auch sowas versuchen. Und das muss ja nicht mal super geil sein, aber es muss das widerspiegeln, was ich mache. Und wenn sie dann mich markieren und sagen, hier, ich habe den und den nachgemacht und so, ist super für mich. Es geht runter wie Öl. Hast du viele Leute, die Inspiration bei dir holen? Ja, definitiv. Man sieht das auch auf Musical.ly sehr. Man kann ja mal die Leute, wenn man von dem Musical.ly kommt, kann man ja direkt einen drauf markieren und so. Und es ist schon eine Menge. Und es ist nicht immer super toll, die Qualität und so, aber es ist einfach der Wille zählt. Ne? Und stimmt, das ist super cool, ja. Nice. Du hast erzählt, du hast auch schon Visual Effects und sowas gemacht. Was hast du da genau gemacht? Man kann das vergleichen mit, kennst du Final Cut King, Zack King? Ja, klar. Den habe ich früher auch mal kennengelernt. Ist ach, auch cool. Eine ganz lange Zeit, wo er noch auch ganz klein war und der macht ja sowas auf in den Vines, die ist ja auch nicht mehr so populär, aber... Gibt es auch nicht mehr Vine. Ja, habe ich auch gehört. ich will aber nicht zu viel sagen. Naja, wie gesagt, und der hat mich auch inspiriert. Das ist wirklich derjenige, der mich inspiriert hat und das ist einfach so eine Illusion in einem Video reinbringt mit Bildern und anderen Sachen und ja, so bin ich dazu gekommen. Aber ich meine, was hast du vorher schon gemacht? Hast du auch auf YouTube irgendwie Visual Effects und sowas gemacht? Oder? Definitiv. Ich habe genau das gemacht eigentlich. Okay, sogar. Ich habe Musikvideos produziert für irgendwelche, meistens für Freunde, ne? Nicht für große Künstler, aber so fing das halt alles an. Ne? Und deswegen auch so Richtung Musik und Musikvideos. Ja, okay. Und ja, Visual Effects trifft es eigentlich auch mit
allen möglichen Kram. Ne? Du brauchst es ja überall, ne? Greenscreen und etc. Ja. Du brauchst es ja auch, kennst du ja bestimmt. Ja, ich bin da nicht so gut drin, aber ich kenne es auch. Ich bin auch immer noch so im Lernprozess tatsächlich. Das, glaube ich, hört nie auf, das Lernen, glaube ich. Das ist richtig, wäre auch schade eigentlich. Ja, ne? Stimmt, definitiv. Hast du dir das Ganze allein beigebracht oder hast du es gelernt richtig? Wie jeder andere, glaube ich, YouTuber fast. Also fast, sag ich mal. Ja. Und ich habe mit After Effects angefangen, ein Schneidprogramm, und habe mir alles selber beigebracht, seitdem ich 13 bin. Okay, krass. Und ja, das versuche ich immer ein bisschen auch mit in die Musical.ly reinzubringen. Und ja. Was machst du eigentlich beruflich? Ich bin beruflich gar nicht mehr. Ich bin jetzt Schüler. Okay. Jetzt gerade zur Zeit. Ja. Bin aber jetzt auch bald durch. Mhm. Und vorher habe ich aber Tischler gelernt. Ach krass. Also ich bin gelernter Tischler, das glaubt man nicht, ne? Ja, aber hey, warum nicht, ja? Ja, es ist lustig, aber wohin der Weg führt, ne? Und da hast du gemerkt, ey, das ist nicht meine Welt, oder? Nee, definitiv. Also es ist auch, man muss auch kreativ sein. Mhm. Ist definitiv auch Kreativität ist gefragt. Aber ich muss dazu sagen, irgendwann ging es mir dann doch ein bisschen in eine Richtung und okay, ich habe gedacht, ich möchte was anderes machen, definitiv. Okay, und jetzt, was ist deine Zukunft? Was sind deine Pläne? Ich möchte schon YouTube machen, mhm, also YouTube und Musical.ly, aber allgemein, das ist ja Social Media Influencer, sag ich mal so schön. Möchte ich schon gerne machen, ist auch ein Traum von mir schon lange gewesen und es hat jetzt echt, es könnte wirklich in die Richtung gehen und das will ich jetzt anstreben. Naja, cool. Willst du noch irgendwie was studieren oder so? Ich wollte vielleicht im Filmbereich was studieren. Ja. In Hamburg gibt es ja auch das Studium, SAE-Studium, und das habe ich mir auch mal angeguckt und so. Das ist halt auch Visual Effects, Cutter, Gaming Design etc. pp. Das würde mich schon interessieren, aber ich habe ja Zeit. Du bist 21, hast du erzählt? 21. Also noch ganz jung. Ja, ich finde das so lustig eigentlich. Ja, ich habe dich früher gesehen, wo ich 14 war, so, und dann jetzt bist du hier. Und wie alt war ich da? Ich war auch 21, 22 wahrscheinlich. In meinem Alter eigentlich. Es ist krass, oder? Eigentlich wirklich richtig lustig, ehrlich gesagt. Ich bin jetzt echt derjenige, wo andere jetzt sagen später, weißt du. Vielleicht bin ich ja irgendwann da. Das kann sein. Alles kann passieren. Ja, das auch immer so schön, ja. Wie hast du dich dazu entschlossen zu sagen, so, ich mache jetzt auch etwas vor der Kamera? Das ist eigentlich schon lange gewesen. Also okay, ich habe früher ja auch immer schon, wie gesagt, YouTube gemacht und so. Und es war halt immer auch nur Spaß, ne? Aber es ist ja immer Spaß. Und irgendwann kam das, glaube ich, so im Bereich, wo ich meine Ausbildung gemacht habe, kam das langsam. Im zweiten Lehrjahr habe ich irgendwann mit YouTube, also was heißt YouTube, habe ich dann mit Videos angefangen und so für andere produziert. Und mit Musical.ly hauptsächlich auch. Okay. Und dann habe ich gedacht, das will ich machen. Das ist Kreativität. Da kann ich mich ausleben. Und seitdem ist das jetzt so. Das wird sich auch, glaube ich, nicht ändern. Ja, kreative Menschen brauchen sowas irgendwie, ne? Ja, definitiv, glaube ich schon. Also, du kennst das ja bestimmt. Ich kenne das, ey. Es ist, ich kann ohne auch nicht mehr. Nee. Aber es ist auch so, ganz ehrlich, wenn man irgendwie das lange Zeit macht, ich mache es ja auch beruflich seit ein paar Jahren, okay, irgendwann kann man sich das nicht mehr vorstellen, wirklich irgendwo fest angestellt zu sein. Irgendwie ist manchmal auch ein bisschen tricky, glaube ich. Es ist tricky. Das trifft es eigentlich ganz gut, ja, stimmt. Kannst du eigentlich leben von dem, was du momentan machst? Verdienst du überhaupt Geld damit? Momentan, ja klar, ich verdiene auch Geld damit. Leben ist eine Sache. Mhm. Ich glaube, das ist abhängig von dem, weil ich bin ja jetzt noch Schüler. Ja. Wenn ich von der Schule raus bin, dass ich mich da auch mehr drauf konzentrieren kann und dann auch mehr mit ans Geld verdienen denken kann. Mhm. Und sollte es mal nicht gut laufen, dann kann ich auch mal kellnern. Das ist mir egal. Ja. Aber es ist wichtig, dass man so flexibel ist, ja, weißt definitiv du? Dass man nicht nur sagt, ey, ich will jetzt irgendwie der krasse Star hier werden, ja, und klar, alles andere mache ich nicht mehr. Finde ich eine coole Einstellung. Okay. Jetzt musst du mir mal erklären, wie kann man über Musical.ly Geld verdienen? Das ist eine gute Geschichte. Ich glaube, das kam gar nicht so richtig, direkt über Musical.ly gar nicht. Mhm. Also es geht auch, ja, aber ich glaube, das ist die Anfrage nicht so, die Nachfrage auch nicht so. Man sagt jetzt, ein Künstler sagt zum Beispiel, hier, du kriegst das und das und dann mache ich Musical.ly dafür. Also ein Product Placement im Prinzip, ja? Product Placement, ja. Ist es aber gar nicht so, die Nachfrage ist gar nicht so hoch, muss man sagen. Bestimmt bei manchen anderen vielleicht ein paar, bestimmt mehr oder weniger. Ja. Aber es verteilt sich natürlich dann auch auf die anderen Social Media Kanäle, ne? Sagen wir Instagram und so, und da sind dann auch Anfragen bestimmt auch meistens da. Ja. Also alles andere ist auch extrem wichtig, was Social Media angeht. Definitiv, ja. Deswegen auch YouTube, oder? Auch, ja. Aber da ist bei mir, wie gesagt, ich bin ja noch gerade am Anfang, ja, da bin ich noch gar nicht so richtig in der Materie, was das angeht. Ja. Aber ich zwänge mich dahin, so langsam so. Ich muss dazu sagen, man kann aber auch bei Musical.ly, gibt es auch eine Art Lively-Funktion. Das ist ja auch von Musical.ly so eine andere App, ja, die Lively heißt. Da gibt es wirklich, da kann man wirklich durch die, es ist ja wie, es gab ja andere Lively, andere Streaming. YouNow? YouNow, genau, ja. War ich auch noch nicht so da in der Materie. Da konntest du ja auch Geld verdienen durch. Ja. Das läuft genauso. Durch Donations im Prinzip. In dem Fall durch Geschenke, die du da kriegst von Fans oder so. Ja, das ist ja im Prinzip dann, bei YouNow genau das Gleiche. Ich habe YouNow nie gemacht, muss ich zugeben. Ja, ist okay. Ich habe es nur gehört, dass man da dann auch eigentlich mal gut. Also fürs Verständnis, im Prinzip kaufen die Leute da für echt Geld Coins oder whatever, und dann können sie das rausgeben in Form von Geschenken. Also läuft das doch genauso wie bei Lively. Genau, ja, cool. Ja. Crazy. Wo siehst du die Zukunft von Musical.ly? Bei mir selber.
Insgesamt, also ich sehe schon, da ist noch viel, das ist ausbaufähig, definitiv. Mhm. Aber viele machen nichts draus. Ne? Also ja. Es gibt natürlich viele, die machen immer das Gleiche, wie ich schon gesagt habe. Ja. Aber man kann noch so viel machen. Also ich, wie ich sagte, die Inspiration, einfach noch mal ein bisschen einen draufhauen. Und ich glaube, da ist noch sehr viel, also das kann schon in die Richtung YouTube gehen, finde ich. Weil du kannst ja auch vorher produzieren. Ja. Du kannst da ja auch deinen Podcast drehen oder was auch immer. Und kannst dann da posten und da, wie gesagt, also ist noch ganz viel offen. Und ja. Wenn wir jetzt mal an Vine denken, ne? War ja riesengroß, viele, viele Vine-Stars sind jetzt auch einfach riesen Social-Media-Stars im Prinzip. Stimmt. Die Plattform hat zugemacht. Kannst du dir vorstellen, dass es bei Musical.ly auch passieren kann, dass die Plattform zugemacht wird, weil man kein Geld direkt darüber verdienen kann? Weil das Problem bei Vine war ja, die haben sie einfach nicht monetarisiert bekommen. Ja, das habe ich auch schon mitgekriegt. Das könnte, also es ist immer so, ne? Das ist Risiko hast du bei jeder Plattform so. Ich glaube sogar auch bei YouTube, aber obwohl das wieder ein anderes Thema ist. Aber das Risiko ist immer da, auch bei so einer neuen Firma oder neuen Plattform. Ich muss dazu sagen, wie du ja schon sagtest, die haben sich was aufgebaut. Ich baue mir ja auch anders was auf und kann dann davon ja auch immer noch darauf zurückkommen. Und ich sage einfach mal, es wäre schade, muss ich sagen, aber ich glaube, ich würde trotzdem in dem Bereich bleiben, Musikvideos zu drehen und eventuell auch meine eigene Art, also meine eigene Inspiration da reinzubringen. In dem Fall auf YouTube vielleicht oder auf Instagram. Ja. Auf welcher Plattform auch immer, ne? Das ist ja das Schöne. Deswegen ist es auch so wichtig, sich eine Marke aufzubauen, um eben nicht nur auf einer Plattform präsent zu sein, sondern möglichst auf vielen Plattformen. Ja, das machst du halt auch. Genau, so ist es. Okay. Wie lange brauchst du für so ein Musical.ly? Ah, das ist lustig. Ja, das fragen richtig viele, das wird die meistgestellte Frage. Es ist so eine Frage, die mag man eigentlich gar nicht mehr, oder? Ja, nee, ich finde es ehrlich gesagt, weil ich finde das Gesicht immer ganz gut. Was würdest du denn sagen eigentlich, wenn du mal... Ey, ich habe gerade ein Video gesehen, wo du es schon angesprochen hast, ja. Ja, was habe ich denn da gesagt? 1 bis 2 Stunden. Das ist noch zu wenig. Echt? Es wird mehr, es wird auch immer mehr. Es sind jetzt schon 3 bis 4 Stunden. Ja, aber ganz ehrlich, wenn ich halt sehe, was du so machst, dann kann ich das auch nachvollziehen. Weißt du, wenn du wirklich Mühe nimmst, die ganzen Transitions, genau, ja. Alles gut, super. Denn die ganzen Bilder auszudrucken. Ich meine, ich finde das geil. So, ich finde es geil, wenn sich Leute Mühe geben, kreativ sind. Ja. Aber ich kann es halt auch nachvollziehen. Ja, wie gesagt, also ich nehme das auch gerne auf mich. Also wie gesagt, es ist bei YouTube ja auch so, du brauchst halt immer länger, als was du planst und so. Ich mache es aber gerne, weil ich das Ergebnis einfach sehen möchte und das Ergebnis besser sein soll als besser. Aber macht es eigentlich auch Sinn, tatsächlich sich so viel Mühe zu geben auf Musical.ly? Weil bei YouTube ist es oft so, der Schwachsinn wird oftmals besser geklickt als Leute, die sich richtig Mühe geben. Julian Bam ist jetzt vielleicht mal außen vor genommen. Das ist ein lustiges Beispiel, wo du das gerade gesagt hast. Julian Bam ist eine mega Inspiration auch für mich, auch auf YouTube. Ja. Und deswegen halte ich auch dann fest dran, einfach, weil er hat es geschafft. Ich glaube, ich kann es auch schaffen. Ich glaube, auch jeder andere kann es schaffen. Man muss einfach nur mal dranbleiben. Ich mache natürlich auch manchmal so diese 0 auf 50 Dinger, aber mir gefallen die dann auch am Ende. Ja. Sie sollen, Hauptsache, die gefallen am Ende ein. Und das ist, glaube ich, die Hauptsache. Und wenn es dann den Leuten auch gefällt, was will man dann mehr, ne? Wie gesagt, ich verurteile niemanden dafür, dass derjenige dann irgendwie mal so ein YouTube-Video macht, wo er nur drum sitzt und einfach nur redet. Hauptsache, den Leuten gefällt es. Was hältst du so von Videos, die, ich sage jetzt mal einfach richtig Schwachsinnsvideos, wo einfach kein Inhalt hintersteckt? Das, was so persönliche Meinung, was wie hältst du das? Was wollte ich sagen? Wie stehst du dazu? So. Ja, wie stehst du? Das trifft es ganz gut. Es ist halt immer so blöd, ne? Also ich bin dort, wenn ich mir sowas angucke, ne, dann gucke ich es mir wirklich nur 10 Sekunden an. Oder so. Ja, ja. Und meistens beiße ich mir in die Finger oder was auch immer. Ja. Weil man sich ja ärgert, ne? Man macht selber so viel und arbeitet so viel an so einem Projekt und das hat dann nicht mal die Hälfte der Klicks oder was auch immer oder die Reichweite und das ist dann auch viral gegangen, weil er sich bescheuert gibt meistens. Mhm. Aber das ist ja die Welt heute, ne? Also ich meine ganz ehrlich, man muss irgendwie polarisieren. Ich sage nur Bibis Song. Ja, das ist krass. Aber da hat ja auch jeder davon profitiert. Ich auch. So. Stimmt, habe ich gesehen. Ja, ja. Und wie gesagt, man muss es einfach mitnehmen, glaube ich einfach. Und Bist du auch so ein Mensch, der viele Trends tatsächlich hinterherjagt, um davon auch zu profitieren? Ich glaube schon. Das ist eine ehrliche Antwort. Also, ja, ich glaube, ich gucke ja auch. Ne? Also ich gucke ja selber auf den Social Media. Ich bin meistens immer zu spät, muss ich ehrlich sagen, was das angeht. Wie gesagt, Schule und alles. Aber ich werde auch hinterher. Also, du hast ja Bibis Song auch nochmal danach auch gesagt, oh, das ist ein Trend. Ich mache da jetzt auch ein Video zu. Und ich finde, man muss doch trotzdem sein eigenes Ding draus machen. Ne? Also, und dann mögen die Leute das auch. Und finde ich gut. Ja, cool. Was sind deine Pläne für die Zukunft? Pläne für die Zukunft. Ja, ich möchte schon doch erstmal die Millionen erreichen bei Musical.ly, weil dann wäre ich einer mit der ersten in Deutschland. Also es gibt dann noch 2, 3 andere, ich dachte nur Lisa und Lena. Die standen übrigens auch schon an dem Mikrofon. Ach so, ja super. Ja, die beiden habe ich ja, mit den beiden habe ich sogar ein Duett zusammen gemacht, habe die super kennengelernt und sind super Freunde geworden. Und ja, aber wie gesagt, ich möchte da schon die Millionen erreichen. Das ist schon ein Ziel von mir am Anfang schon gewesen. Ja. Und ja, doch YouTube. Also ich möchte schon doch mehr an YouTube machen und da auch eine Reichweite kriegen und
einfach noch mehr Fans kriegen. Einfach, dass ich noch mehr Leute inspirieren kann mit dem, was ich tue. Und ja, das ist eigentlich, glaube ich, doch einer der wichtigsten Ziele. Okay. Du hast ja eben schon angesprochen, Bibis Song. Könntest du dir auch vorstellen, einen eigenen Song rauszubringen? ganz ehrlich, es ist eine schwierige Frage. Ich kann definitiv nicht singen. Also okay. ich glaube auch, dass auch die schlechtesten Sänger immer noch besser singen als das, was da... Also egal. aber ich kann wirklich nicht so gut singen. Und ich glaube, das ist dann eher... Es wird irgendwann mal. Vielleicht mache ich Gesangsunterricht und so und dann geht es irgendwann, aber ist keine Option erstmal. Freunde, das war das Interview mit Falco Punch. Du wirst eigentlich über Falco oder Falco Punch genannt? Also alles. Also ich wurde schon oft genug Falco Punch genannt. Punch, ja. Falco Punch, das ist ein geiler Name. Nein. Punch ist auf jeden Fall lecker, wenn es kalt ist. Nein, Falco Punch ist gut. Wir haben Sommer gerade. Also, Freunde, zieht euch seinen Kanal rein. Link in der Videobeschreibung. Und das Entweder-Oder findet ihr da auch. Und außerdem einschalten bei der Energy YouTube-Show jeden Sonntag um 20 Uhr. Wo? Bei Energy.